Vielen Dank an den Onlineshop tubedo.de, der mir die hier vorgestellten Tuben kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki und in diesem Video möchte ich euch eine kleine pfiffige Idee vorstellen, auf die ich zufällig ganz nebenbei aufmerksam geworden bin. Es war einmal ein Mann, der reisetechnisch sehr viel unterwegs war und der ärgerte sich unheimlich darüber, dass er seine geliebten Pflegeprodukte, die er von zu Hause mitnahm, immer in diesen großen Behältnissen mitnehmen musste. Denn diese Tuben und Fläschchen, die waren immer viel zu groß für die Reise. Und was anderes fand er einfach nicht. Kurzerhand hat er also das erfunden, was er nirgendwo bekommen konnte, kleine wiederbefüllbare Tuben für die Reise. Ja, diese Geschichte habe ich mir jetzt mal nicht kurz erfunden, sondern sie ist wirklich wahr, wenn ich den Erfinder Christian Binde richtig verstanden habe. Und das wiederum finde ich eine richtig tolle Geschichte, denn so sind schon unzählige, wahnsinnig tolle, interessante Sachen auf unserer Welt entstanden. Erfinder haben oftmals das erfunden, was ihnen im normalen Leben gefehlt hat. Und aus dieser kleinen Geschichte sind die Tubedo-Kunststofftuben entstanden, die es in etlichen verschiedenen Farben gibt. Sie bestehen aus drei Teilen. Einmal der eigentlichen flexiblen Tube mit kleiner und großer Öffnung. Hier mit einem Innengewinde und hier mit einem Außengewinde. Dann dem Spenderdeckel mit Klappverschluss und dem großen Nachfülldeckel. Und diese Tuben, die kann ich unzählige Male auseinanderschrauben, reinigen, wieder zusammenschrauben und erneut befüllen. Und damit habe ich echt ein cleveres, leichtes, wiederbefüllbares Behältnis mit 50 Millilitern Volumen. Als ich diese Dinger hier zum ersten Mal gesehen habe, da war mir sofort klar, das ist nicht nur was für Flugreisende oder für Camper. Nein, das ist auch genau das Richtige für Rucksackreisende, wie wir es manchmal sind. Denn da macht man sich ja auch immer Gedanken, wie man ein bisschen Gewicht einsparen kann, wie man ein bisschen Volumen einsparen kann oder wie man Flüssigkeiten oder Cremeartiges überhaupt transportieren kann. Und wir sprechen hier gar nicht mal nur von Kosmetika. In diesen Dingern kann man auch perfekt irgendwelche Lebensmittel transportieren. Öl, Senf, Ketchup, irgendwelche Soßen oder was auch immer sind hier drin sicher und clever transportiert. Es handelt sich um geschmeidigen und lebensmittelechten PE-Kunststoff, der auch den EU-Verordnungen für Kunststoffe entspricht, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen dürfen. Und die Tuben können sogar in der Spülmaschine gereinigt werden. Ja, und auch den Transport von Spiritus oder Ähnlichem könnte ich mir hier drin ganz gut vorstellen. Wenn ihr an diesen kleinen Tuben interessiert seid, dann schaut mal auf der Homepage des Erfinders vorbei. Die Webadresse ist www.tubedo.de. Dort findet ihr weitere Informationen und über diese Seite werden die Tubedos auch verkauft. Ja, die Tubedos, kleine, leichte, clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten für alle möglichen Dinge auf verschiedensten Reisen. Fand ich gut. Vielen Dank an den Onlineshop tubedo.de, der mir die hier vorgestellten Tuben kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.